Ja, bevor es mit dem Video losgeht, wieso heißt das Video, wie es heißt? Ja, das Ganze hat folgenden Hintergrund. Unterstützung braucht der gute Mann, der das Lied rausgebracht hat, ganz sicher nicht. Wie immer gehen Verbote genau in die andere Richtung. Das macht das Ganze interessanter. Siehe dann auch Cannabis-Legalisierung und sowas in der Richtung. Das Verbot geht auch in die falsche Richtung. Ja, das ist. Nein, diese Verbotskultur geht mir gerade so richtig auf die Nerven. Ja? Jede klitzekleine Gruppe meint, ich muss unbedingt gehört werden. Warum respektiert ihr meine Wünsche nicht? Und ja, sorry, Leute. Ich persönlich mag diese Musik nicht mal. Ernsthaft nicht. Ich mag die Musik nicht. Kann die nicht leiden. Schlager kannst du mich mit jagen, ne? Und diesen Klamauk-Schlager vom Ballermann kannst du mich erst recht mit jagen. Würde mich keine 10 Pferde hinkriegen an den Ballermann. Aber ihr kennt das mittlerweile selber, ne? Aus allen Ecken kommen irgendwelche Leute angekrochen, die unbedingt ihre persönliche Meinung durchdrücken wollen. Und wenn es mit Cancel Culture und Gewalt ist. Ja? Deswegen habe ich meinen Land Rover umbenannt. Der ist ja eh schon politisch inkorrekt. Ist ja Diesel, ja? Mit Abgasstufe Euro nix. Und den wollen sie auch verbieten. Ja? Also von daher. Nö. Jetzt erst recht. So, und wenn alle Menschen darauf reagieren würden, ne, auf jede runde Verbotskultur und genau in die Richtung agieren würden, ne, dann wären diese Leute ganz schnell still. Ne, es ist ein verdammt blödes Lied. Es ist wirklich ein verdammt blödes Lied. Ich kann es nicht leiden. Ich kann mit dieser Musik nichts anfangen, aber so geht's nicht. Ne? So geht's einfach nicht weiter. Jeder Hayopai kommt irgendwo aus dem Netz gekrochen und will unbedingt seine irrelevante Meinung durchgedrückt haben. Es geht langsam nicht mehr. Ach so, ich habe ein neues Auto. Habe ich gefunden, werde ich reparieren und dann spenden. So, jetzt geht's mit dem Video weiter. Die Karren will kein neues Auto haben. Können ja andere gerne fahren, mir ist egal, was andere machen. Doch ich steh halt auf Oldschool, deshalb fahr ich Klassiker. Ich liebe alte Autos, egal was andere sagen. Die Formen und die Farben, das sind Kunstwerke, die fahren. Ich werde nie verstehen, wie man das nicht sehen kann. Ist ja auch egal, jedem sein Ding. Doch weil ich alte Autos fahr, werd ich heute schon beschimpft. Mein Oldtimer macht vielleicht mehr Dreckpartikel. Doch dein E-Auto ist nur ein Wegwerfartikel. Nicht gerade nachhaltig, was ihr da so macht, wenn ihr jedes Jahr ein neues Plastikauto fahrt. Ja, moin zusammen. Wie Sie sehen, sehen Sie Wiese. Okay, Trockenwiese. Ja, ich bin am Holz machen. Naja, so ein bisschen, ne? Gut, so, mal gucken, wie die Außentemperatur hier gerade ist. Ah, Schatten, verdammt. Wollte ja in der Sonne messen. Ah, ich denke, wir können uns auf 40 Grad einigen. Okay, er will steigen. Naja, 40, 41 Grad, da bleibt er hängen. Ist also schon kühler geworden. Ich sag nichts mehr. Jedes Mal, wenn ich was sage, verändert sich das nochmal. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir machen diese Temperaturen persönlich nicht so viel aus. Ich kann dabei arbeiten. Wir hatten damals in der Werkstatt hatten wir nie unter 60 Grad im Sommer.
Ja, Blechdach halt, ne? Ja, damals, ich musste durch den Schützengraben in die Ausbildungsstelle. Wer kennt die Geschichten nicht? Von den Schulwegen der Eltern. Gut, dann wollen wir mal gucken. Ich wollte die Klimaanlage vom Land Rover überprüfen. Da steht er vorm schönerweise rum. Der ist jetzt über Nacht nicht gelaufen. So. Und ja, der hat eine Klimaanlage. Sämtliche Defender-Fahrer fallen jetzt vor Neid aus der sehr engen Fahrerkabine. So, im Auto haben wir jetzt 36 Grad. So, zur Messung kommt der Messfühler. Der wird hier eingeklemmt. Und mal gucken, welchen Ausstoß wir haben. Wir schalten natürlich die Lüftung aufs Gesicht. 3, Klimaanlage an, Umluft an. Ne? So. So, dann wollen wir mal gucken. Bisschen Drehzahl braucht man, ne? Das ist nicht viel. Ja, so eine Klimaanlage soll alle 2 Jahre mal überprüft werden. Die ist jetzt nächstes Jahr erst wieder dran, aber gucken kann man ja mal, ob alles optimal läuft. Geht um die Ausströmtemperatur, ne? Was er so schafft. Letztes Jahr war ich drüben bei Stefan und habe die nochmal überprüfen lassen. Ich glaube, optimal nennt man das, wenn du eine Ausströmtemperatur von, also bei Maximum, ne, von ungefähr 3 Grad hast. Aber da der auf Umluft steht, braucht er jetzt definitiv ein bisschen länger. Ich schalte mal aus. Also für schnelle Runterkühlen definitiv Umluft an, ne? Sonst funktioniert das nicht. Reinsetzen, einmal durchlüften, also Fenster auf, Klimaanlage einschalten, ne? Dann Fenster zu auf Umluft, dann wird es schön kühl. Gucken wir mal, ganz viele Leute verwundert, warum wir mit geschlossenen Fenstern durch die Gegend fahren. Vermutet keiner in der alten Kiste, dass der eine Klimaanlage hat.
finde ich auch immer ein bisschen seltsam. Im Idealfall fährst du jetzt los, ne? Ich mach das im Stand. Ist natürlich nicht empfehlenswert, jetzt so durch die Gegend zu fahren. Klimaanlage, ganz wichtig. Ihr kommt nach Hause, beziehungsweise zu Hause ist schon in Sicht. Klimaanlage ausschalten. Lüftung anlassen. Dabei riecht ihr auch sofort, ob das Ding vergammelt ist oder nicht. Dann fängt es nämlich an zu stinken, wenn es vergammelt sein sollte. Dann bitte reinigen lassen. Damit holt ihr euch richtig üble Sachen in die Lunge. Ja. Bei einer manuellen Klimaanlage, so wie hier, wir fahren maximal auf 3. Lüftungsstufe 3, dann frierst du nicht ein. Wenn du Lüftungsstufe 4 fährst, mache ich mal eben. Ändert sich an der Temperatur auch nichts, aber das Auto wird einfach zu kalt. Und der Temperaturunterschied nach draußen ist dann einfach zu hoch. Steht auf 2. Ja, das reicht nicht. Ja, wir haben eine Ausströmtemperatur von knapp 6-7 Grad. Ich sag mal 6,5 Grad. Dezimalzahlen werden hier nicht angezeigt, also von daher, da immer hin und her flippt zwischen 6 und 7, haben wir hier wahrscheinlich 6,5. Das ist eigentlich für die Außentemperatur komplett in Ordnung. Oh, da waren 5 Grad gerade kurz. Jetzt bin ich gespannt. Ja, das pendelt. Ja, die höchste Leistung hat die Klimaanlage natürlich auf Umluft und Klimaanlage ein, Umluft und nicht allzu viel Gebläse. Gut, kann es auch Vollgas geben, aber das heißt nicht, dass die Klimaanlage das auch dann schafft. Ne? Wenn die unterdimensioniert ist für so ein Auto, packt die das nicht. Ne? Ne? Kurz vor Maximum, eine Stufe kurz vor Maximum, Umluft und Klimaanlage an, dann sollte das relativ schnell gehen. Klimaanlagen immer überprüfen lassen. Ne? Ob das jetzt die Geschichte ist mit den Keimen in der Klimaanlage, was ich gerade sagte, damit die trocken geblasen wird. Ihr seht ja immer das Wasser, was unten rausläuft, vom Entfeuchten quasi. Ne? Wenn das da drin gammelt und ihr macht kurz vorher die Klimaanlage aus, bevor ihr nach Hause kommt, kann das noch ein bisschen trocknen. Ne? Weniger Angriffsfläche für Keime. Trotzdem muss irgendwann mal das Ganze sauber gemacht werden. Desinfiziert werden. Das machen wir hier gleich auch. Springspinne.
sie möchte nicht gefilmt werden. Glaube ich. Ja, winken, genau. Hallo. Hier in die Kamera winken, genau. Hab die 40 verarscht. Ja, bleibt bei 6, 7 Grad, könnte ein bisschen weniger sein, aber wie gesagt, bei der Außentemperatur ist das jetzt jammern auf hohem Niveau. Beim Ausströmer. Gut, dann wollen wir mal gucken, dass wir das desinfizieren, das Ganze. So, das ist quasi die erste Maßnahme, mit der man es probieren kann. Ne? Das desinfiziert schon mal die ganze Geschichte. Auf Umluft steht das Ganze. So. Wir bleiben natürlich nicht dabei hier sitzen. Ne? Oben das Ding wird praktisch hier auf die Mittelkonsole gestellt. Ne? Dann drücken, bis das Ding einrastet. Dann einfach, naja, das macht man am besten von draußen, weil das macht keinen Sinn, sich die Chemie jetzt reinzuziehen. Ne? Dann bleibt er 10 Minuten so mit dem Ding da drin stehen. Kann umlüften. Das tötet zumindest schon mal ein paar Keime ab. Und ja, das passt schon mal ganz gut. Was ich mal fragen wollte, wäre das für euch interessant, wenn ich ein paar Produkte, ich habe das Angebot gekriegt, die Produkte zu vermarkten, sowas hier zum Beispiel, wenn ihr das bei mir in einem Shop kaufen könntet, haut das einfach in die Kommentare. Wie gesagt, ich teste die Sachen selber und ich packe nichts in den Shop, was nichts taugt, ne? Definitiv nicht. Wird wahrscheinlich sehr, sehr übersichtlich sein, was da drin ist, aber immerhin ein paar Sachen, die ich getestet habe. Ne? Gut, dann wollen wir mal. Nichts. Ja, dann viel Spaß da drin. So, 10 Minuten sind vorbei. Das sollte 10 Minuten da drin umgewälzt werden. Wo haben wir denn Wasser? Ah ja, da hinten läuft das Wasser raus. Kondensat. Oh, das riecht gut. Stillstand. Mal Frischluft nehmen. Jetzt müssen wir lüften. Nicht ganz runter machen. Die Scheibe spinnt immer ein bisschen. Ja, bei Leerlaufdrehzahl, also diese Klimaanlage hier hat ein Problem bei Leerlaufdrehzahl. Muss echt ein bisschen höher drehen. Ja gut, während der Fahrt ist das völlig egal, ne? Aber unter 1500 Umdrehungen schafft die gerade mal so einen Standardwert, ne? Jetzt fängt sie an abzusinken wieder. Ich habe manchmal das Gefühl, die geht in so einen gewissen Sparmodus. Ist wahrscheinlich auch normal, dass die älteren Klimaanlagen bei Standgas nicht so effizient sind. Es riecht richtig gut hier drin. Ja, gut, dann machen wir den Motor aus. Und
lassen den schön auslüften. So, bleibt für mich nur noch, nachdem wir jetzt im Freibad waren, ja, wie Roger Bittecker so gerne gesungen hat, Abschied ist ein scharfes Schwert. Ja, jetzt komme ich auf Schlager, Leute. Jetzt erst recht. Wie in meinem Beitrag gesagt, ja, im Schlager geht es eigentlich nie um irgendwas anderes als Sexismus. Was für ein Blödsinn. Ausgerechnet das eine Lied, da kommen so um die Ecke. Ja, das ist... das ist wirklich galoppierender Blödsinn. Zumal irgendwelche Emanzen gerade echt auf die Idee kommen. Und ich habe einige Kundinnen aus dem Gewerbe, die regen sich tierisch über solche Leute auf, dass die alle als gezwungene kleine Dummchen dargestellt werden. Das ist sexistisch. Das ist ein harter Beruf, Prostituierte. Und gerade die feiern dieses Lied. Mit welchem Recht kommt irgendein Haiopai um die Ecke und cancelt dieses Lied? Was soll das? Was für ein Blödsinn. Gerade Prostituierte feiern das. Und jetzt? Zumal das übrigens ein Transvestit ist, Leila. Wenn man sich das Video mal angetan hat, unter Schmerzen habe ich es mir angetan. Und es ist ein Transvestit, ist ein Kerl. In Frauenklamotten. Ja. Die haben sich so oft selbst ins Knie geschossen mit dieser ganzen Protest, das ist schon nicht mehr feierlich. Ich bin übrigens jetzt nackt. Ich werde nicht in einen Spiegel filmen und auch nicht auf mich filmen. Wir haben jetzt 42 Grad hier auf der Wiese. Nackt geht's. Nein, ich habe eine Badehose an. Ist okay. Aber als Thumbnail wäre das doch geil, oder? Ich bin nackt. Dieses Video wurde nackt gedreht. Nein, also wie gesagt, dass man aus diversen Lagern Menschen ständig entmündigen muss und dass alle kleine arme Hasis sind und dass man die retten muss und sowas alles in der Richtung. Ich habe hier regelmäßig eine C-Klasse von der Puffmutter. Die Frau ist Mitte 50, der gehört ein Bordell. Und alle Frauen da arbeiten da freiwillig. Hui. Ne? Und... zwei davon haben studiert. Man stelle sich vor. Und sie selber ist eigentlich auch studiert. Ne? Die Frau hat Jura studiert, die ist Rechtsanwältin und hat einen Puff. Ja, manche Leute leben durchgehend in Klischees, weil sie nichts anderes mehr mitkriegen. Außer ihre eigene Bubble. Ja, das ist ein Problem. So, ich mache jetzt Schluss mit euch. Wünsche euch einen schönen, was auch immer, Restwoche. Nein, ein schönes Wochenende, würde ich sagen. Ja, genießt die Sonne, soweit ihr könnt, und wir sehen uns im nächsten Video wieder.